Diakonie-Chef droht AfD-Anhängern. Manja Schreiner tritt zurück. Und Fahimi zeigt sich kampf- und streikbereit für den 1. Mai. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 30. April. Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch will überzeugte AfD-Wähler in den eigenen Reihen nicht dulden. Wer die AfD aus Überzeugung wählt, kann nicht in der Diakonie arbeiten, sagte Schuch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Diese Leute können sich im Grunde auch nicht mehr zur Kirche zählen, denn das menschenfeindliche Weltbild der AfD widerspricht dem christlichen Menschenbild. Wie mehrere übereinstimmende Medien berichten, tritt die Verkehrssenatorin Manja Schreiner aus ihrem Amt zurück. Die Universität Rostock habe ihr den Doktortitel entzogen. Die Senatorin hatte daraufhin den regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, um Entlassung aus dem Amt gebeten. Berlins regierender Bürgermeister, Kai Wegner, hat sich auf X zu dem Rücktritt von Manja Schreiner geäußert. Manja Schreiner ist Gesicht und Stimme für eine dringende Verkehrswende in unserer Stadt, die die Ideologie der vergangenen Jahre durch pragmatische und lösungsorientierte Politik überwindet. Manja Schreiner hat in den vergangenen 12 Monaten die richtigen Schwerpunkte gesetzt und sich für eine Verkehrspolitik eingesetzt, die alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Blick hat. Umso größer ist mein Respekt vor der Entscheidung von Manja Schreiner, um Entlassung zu bitten. Sie zeigt damit noch einmal umso mehr, dass sie bereit ist, persönliche Interessen hinten anzustellen. Eine solche Haltung ist bemerkenswert und zeichnet Manja Schreiner aus. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi, hat sich mit Blick auf die Kundgebungen am 1. Mai kampf- und streikbereit gezeigt. Es stünden in nächster Zeit viele Tarifverhandlungen vor der Tür, sagte Fahimi im ZDF-Morgenmagazin. Die Forderungen der Gewerkschaften am 1. Mai stehen demnach unter dem Motto mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie Katharina Günther-Wünsch hat heute in einer Landespressekonferenz das Startchancenprogramm vorgestellt. Nun, nichtsdestotrotz soll das Programm zum 1. August 2024, also zum kommenden Schuljahr, starten. Und wir starten mit zunächst 59 Schulen und werden dann weiter verhandeln. Wenn wir rein nach den Kriterien gehen, müsste Berlin 190 Schulen auch dann bis zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stellen. Das wiederum würde aber die Anzahl der Schülerinnen und Schüler sprengen. Warum ist das von Bedeutung? Damit sind gleichzeitig das Budget pro Schüler und Schülerin, was wir wirklich über das Startchancenprogramm einsetzen können. Deswegen ist es mir ein Anliegen, dass wir da weiterhin noch in intensiven Gesprächen sind. Unser Ziel insgesamt an der Schulanzahl für Berlin liegt ungefähr bei 150 bis 160. Ich würde Ihnen jetzt gerne noch die Schulen nennen, die wir ausgewählt haben. Bei der Schulauswahl haben wir uns selbstverständlich daran orientiert, was das Programm vorgibt, nämlich 60% der Schulen sollen aus dem Primarbereich, also Grundschulen sein, und 40% der Schulen sollen aus dem weiterführenden Schulbereich, aber auch aus den beruflichen Schulen und aus den Förderzentren kommen. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten, repräsentativen Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung hervorgeht, sieht fast jede zweite Lehrkraft in Deutschland an der eigenen Schule psychische oder physische Gewalt unter Schülerinnen und Schülern in problematischem Ausmaß. Danach gaben 47% der befragten Lehrerinnen und Lehrer an, dass es diese Probleme an ihrer Schule gebe. Naja, wir haben eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Konflikten in der ganzen Welt. Kriege, aber auch Probleme, Armut, soziale Ungerechtigkeit, und das macht nicht Halt vor den Kindern und Jugendlichen, vor ihren Familien, und solche Konflikte werden dann auch in der Schule ausgetragen. Ich denke, Gewalt unterrichten muss es nicht sein, aber Gewaltprävention ist vielleicht das richtige Stichwort. Also schon frühzeitig in den Beziehungen zwischen den Pädagoginnen und den Schülerinnen auf solche Themen aufmerksam machen. Also Gewaltprävention ist aus unserer Sicht vor allem Beziehungsarbeit, und dafür fehlt leider in den Schulen in Berlin das Personal. Also an vielen Schulen in Berlin fehlt zum Beispiel ein Notfallplan. Wie gehe ich mit einem Gewaltvorfall an meiner Schule um?
Oder es gibt eine ganze Reihe von Professionen, die sich eigentlich damit befassen, mit Gewaltvorfällen umzugehen oder Gewaltvorfälle zu verhindern. Jugendämter, Schulpsychologinnen, Schulsozialarbeiterinnen, wir haben diese Professionen, aber wir haben leider viel zu wenig davon. Da müssen mehr Stellen geschaffen werden und die notwendigen Menschen müssen an den Schulen auch zum Einsatz kommen. Das braucht mehr Geld und mehr Personal. Wie das Statistische Bundesamt zum Tag des Deutschen Brotes am 5. Mai mitteilt, stiegen die Preise für Brot und Brötchen von 2019 bis 2023 um 34,4%. Ähnlich wie bei anderen Nahrungsmitteln war die Teuerung damit überdurchschnittlich hoch. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 17,3%. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Mittwoch verdecken einzelne Wolken den Himmel, bei einer Tiefsttemperatur von 15 Grad. Der Mittwoch zeigt sich heiter, bei einer Höchsttemperatur von 26 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.